Eine Steinbrücke über den Fluss Malč verbindet eine österreichische Wiese mit einem tschechischen Wald. Der Grenzübergang, der heute wieder offen ist für Fußgänger und Radfahrer, liegt zwischen dem Dorf Maria Spind und dem ehemaligen Dorf Zetwing. Folgen Sie diesem Weg, neben dem geschwungenen Bachlauf, kommen Sie bald an eine weiße gotische Kirche der Jungfrau Maria. Von der ursprünglichen Kirchenausstattung ist so gut wie nichts mehr erhalten. Nur die spätgotische Statue der Jungfrau Maria von Zetwing aus dem Jahr 1490 befindet sich heute in der Sammlung der südböhmischen Alschowa-Galerie. Die deutschsprachige Bevölkerung Zetwings wurde bereits im Jahr 1946 vertrieben. Auch die restlichen 8 Familien mussten das Dorf 1951 wegen der Errichtung des Eisernen Vorhangs verlassen. 1955 und 1956 wurden dann die Häuser von Zetwing gesprengt und das Gelände mit Bulldozern planiert. Erst nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs erwachte die Kirche wieder zu neuem Leben. Vor allem durch den unermüdlichen Einsatz der Nachkommen der ehemaligen deutschsprachigen Bevölkerung. Ja, das ist insofern interessant, weil also das auch ein Zeichen ist, wie sich damals die Welt verändert hat an den Grenzen. Vor 130 Jahren ist also mein Urgroßvater von Leopoldschlag nach Zetwinik gekommen, hat dort einen Kaufmannsladen übernommen. Vor 100 Jahren hat dann mein Großvater seine Tochter geheiratet. Und 1938, vor 80 Jahren, ist meine Mutter mit ihren Schulfreundinnen aus Prag nach Zetwinik gekommen und hat dort meinen Vater kennengelernt. Und nach 1945 ist also diese Freundschaft wieder aufgelebt und so bin dann ich entstanden. Und mein Vater hat sich dann auch engagiert bei den Treffen der ehemaligen Bewohner und auch letztendlich um die Renovierung der Kirche. Und ich habe also dann etwas sein Erbe angenommen. Und wir haben hier einen Verein, Zukunftsforum Freiwald, der hier praktisch die Patenschaft übernommen hat für die Renovierung der Kirche, aber auch für die Positionierung als Erinnerungsort. Jährlich findet Mitte August ein Dorftreffen statt, wo die ehemaligen Bewohner mit den heutigen Bewohnern der Region gemeinsam feiern. Ja, ich glaube, das Interesse für Zetwine ist also sehr groß von allen Seiten, weil es ein Musterbeispiel ist für unsere Geschichte, wie also Nationalismus, zu welchem Wahnsinn Nationalismus führen kann. Und insofern ist es auch, glaube ich, eine Antwort auf die Probleme unserer Zeit, nicht, was sich alles abgespielt hat, 1918, 38, 48, 68 und so weiter. Und die Besucher sind also alle interessiert. Auf der einen Seite ist Entsetzen da, auf der anderen Seite aber auch irgendwie ein sehr positives Gefühl, dass wir jetzt in einer neuen Zeit leben, wo wir frei hinübergehen können über die Brücke und wo also niemand erschossen wird. Denn es hat also auch hier in der Umgebung von Zetwini wilde Aktionen gegeben. Nach Jahren des Verfalls wurden der Turm, die Gewölbe, das Presbyterium, die Fachwerke und die Dächer repariert. Außen wurde neu verputzt und der Innenraum rekonstruiert. V té první rekonstrukci, která proběhla od roku 1995 do roku 2003, nebylo zcela dokončeno odvodnění tohoto kostela, takže se v první řadě tedy dělalo odvodnění tohoto kostela a potom oprava těch míst, kde vlhkost poničila tyto zdi a někde i fresky. Die Fresken sind aus dem 14. und 15. Jahrhundert, teils spätgotisch und teils aus dem Frühbarock. Einige von ihnen werden heuer restauriert. Und heuer ist geplant die Innenrenovierung, nächstes Jahr die Außengestaltung. Und wir wollen also dann eben den Ort Zetwini vor allem also auch mehr für Besucher öffnen, dass wir vielleicht dreimal in der Woche die Kirche geöffnet haben mit freiwilligen ehrenamtlichen Helfern. Denn die Frequenz ist also sehr groß hier vor Zetwing. Es kommen viele, viele Gäste vorbei. Es ist ja schon notwendig, eben zu renovieren und vor allem nachhaltig die Feuchtigkeit fernzuhalten. Mhm. Daher ist es auch notwendig, dass die Bäume rundherum entfernt werden, um die Schattenwirkung zu reduzieren. Also wir werden noch zwei bis drei Jahre brauchen, bis das endgültig abgeschlossen ist, zunächst. Den Schlüssel zur Kirche in Zetwing besitzen heute sowohl die Tschechen als auch die Österreicher. Sie können hier ein einzigartiges architektonisches Denkmal, eine stille Erinnerung an die Geschichte oder die Stille, die heute so typisch für diesen Ort ist, besuchen.
Maria je vlastně také jakousi postavou tichá a já myslím, že má co říci i dnešnímu uspěchanému člověku, že?